Guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr habt schon wieder länger nichts von uns gehört. Ich habe schon länger nicht gevloggt. Ich hatte einfach extrem viel zu tun mit diesen ganzen Sales, mit den ganzen Black Friday-Aktionen, ob Hühler oder New Skin. War einfach wirklich extrem viel zu tun. Und ich kriege meine Schmerzen irgendwie echt überhaupt nicht in den Griff. Es wird und wird einfach nicht besser. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt auch für nächste Woche nochmal einen Termin beim Arzt. Werde mich nochmal durchchecken lassen. Und ich habe jetzt übrigens auch eine neue Routine. Und zwar werde ich jetzt, mache ich immer morgens Yoga und abends Yoga vorm Schlafen gehen. Ich merke schon, dass das schon etwas besser wird, aber ich bin erschrocken, wie kaputt sich mein Körper anfühlt. Ich war gelenkig. Was heißt früher? Vor 3 Monaten konnte ich Sachen, also so Stretchübungen waren für mich gar kein Thema. Und jetzt, ohne Witz, ich fühle mich wie so eine 80-jährige Oma, die mit ihren Händen nicht an die Füße kommt. Ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es jetzt wirklich tatsächlich vom Boxen ist. Kann ich mir nicht vorstellen, nicht mehr, also nicht mehr so extrem, weil ich bin ja eigentlich sportlich und klar hat man hier und da mal eine Verletzung vom Sport oder so, dass man hat sich überanstrengt, aber dass sich das so extrem zieht, eventuell habe ich schon überlegt, ob es vielleicht von der Impfung kommt, dass das einfach eine Nebenwirkung ist. Da muss ich nochmal echt nächste Woche mit dem Arzt sprechen, wie das sein kann, dass einfach mir alles wehtut. Ich habe schon neues Kissen mir geholt. Das ist jetzt übrigens schon das dritte neue Kissen, was ich mir geholt habe. Da muss ich sagen, habe ich heute viel, viel besser mitgeschlafen. Das Ding war auch echt so teuer, 140 Euro. Aber ist ungewohnt, aber ich hatte nicht mehr so extreme Nackenschmerzen. Also ich konnte wirklich in den letzten paar Tagen meinen Kopf nicht mehr bewegen nachts. Also wenn ich lag, das ist wie, keine Ahnung, wie so ein Trauma gewesen. Ich konnte meinen Kopf nicht nach links und rechts bewegen. Ich musste meine Hand nehmen und das dann stützen, um mich dann umzudrehen, geschweige denn aufzustehen. Ja, also ich glaube, so die letzten 3 Monate, krankheitsbedingt, habe ich echt komplett die Arschkarte gezogen. Ja, ich hatte ja die Tollwutimpfung gekriegt von dem Hundebiss. Ob das damit irgendwie was zu tun hat, ich habe gar keinen Plan. Auf jeden Fall geht es mir jetzt wieder ein bisschen besser. Dann habe ich gedacht, ich nehme euch mal wieder ein bisschen mit heute. Habe mich jetzt gerade auch schon fertig gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ihr schon unsere neue Ecke hier kennt, den Flur. Schaut mal, wie schön der aussieht jetzt. Der Schrank ist da. Der Karton wurde gerade geliefert. Dann habe ich diesen runden, großen Spiegel geholt in Holland beim Trendhopper, da wo wir auch unseren Esstisch her haben. Ich liebe ja diesen Laden. Das Regal habe ich im Internet bestellt und die andere komplette Deko habe ich auch alles aus Holland mitgebracht, dann spontan. Und ich finde es so, so schön, sieht viel, viel schöner aus. Wir haben hier auf jeden Fall wieder auch viel, viel mehr Platz. Und ja, mir gefällt es sehr, sehr gut und sieht auch irgendwie alles etwas heller und freundlicher aus, finde ich. Ich habe mich jetzt schon fertig gemacht, weil ich nämlich nach H&M muss. Die Joanna hat sich eine Jacke gekauft und es ist ihr dann auch zu Hause aufgefallen, dass es ihr dann doch ein Ticken zu groß ist. Deswegen, ja, gebe ich die jetzt zurück. Ist aus der Männerabteilung in Größe M. Ich habe es ihr die ganze Zeit gesagt. Ich so, Joanna, die wird dir zu groß sein, wenn die nicht in S da ist oder in XS, dann lass es sein. Aber Kind wollte nicht hören und die Mutter muss jetzt Lehrgeld zahlen und nochmal dahin fahren und das Ding umtauschen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Vlog. So, das ging jetzt sehr fix. Jacke ist umgetauscht, ging alles problemlos. Ich musste meinen Ausweis zeigen und also ist jetzt die 2G-Regel. Gott sei Dank hatte ich alles dabei. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn mehrere Leute da rein wollen oder wir mit fünf, also mit 5 Personen. Wie lange das dauert, bis die Leute alle da drin sind. Ne? Handy rausgezückt, Personalausweis gezeigt und so weiter. Mann, Mann, Mann. Aber auf jeden Fall ging das jetzt recht schnell. Ich werde jetzt gleich noch in so einen schönen Möbelladen gehen. Ich habe nämlich auf dem Weg hierhin ein tolles Schaufenster gesehen. Das sieht aber toll aus. Werde ich mal kurz reinspringen und da mal ein bisschen gucken. Und dann ab nach Hause. Ne, gar nicht. Ich wollte noch kurz zu Lidl rein. Was einkaufen und dann nach Hause, weil ich im Kinderzimmer ein bisschen aussortieren wollte. Jetzt kurz vor Weihnachten wollte ich ein paar alte Spielsachen aussortieren und deswegen will ich jetzt auch nicht zu lange unterwegs sein, weil ich wette, bis ich zu Hause bin, kann ich schon wieder Mittagessen machen. Das geht immer so schnell um die Zeit, das ist unnormal, wie schnell die Zeit vorbeigeht im Moment.
bin wieder zu Hause. So, das Möbelgeschäft war nicht meine Preiskategorie. ohne Kinder und als Anwältin irgendwo in Düsseldorf oder so könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Aber mit Kindern, nope, keine Chance da irgendwas zu erwerben. Aber dieser Spiegel, habt ihr den gesehen, wie riesig der war? Was bitte für ein schöner Spiegel? Er hat, glaube ich, 3000 Euro gekostet oder 4. Das kann ich mir auf jeden Fall. Das ist nicht unser. So. Dann bin ich schnell zu Lidl rein und habe ein paar Sachen eingekauft. Normalerweise bin ich ja mehr so die Aldi-Edeka-Einkäuferin. Bin jetzt aber zu Lidl, weil die da so Sansibar-Deluxe-Sachen hatten. Und ich habe das jetzt so oft gesehen. Ich so, komm, probierst du mal so ein paar Leckerigkeiten mal aus. Und ja, bin dann einfach mal eben da reingesprungen. Zum einen übrigens, das Einzige, was ich bei Lidl immer total gerne kaufe, sind die Äpfel. Und zwar Ambrosia-Äpfel. Die sind so lecker. Die hier sind übermorgen komplett weg. Die Kinder sind verrückt mit diesen Äpfeln. Die beste Freundin von Lamia, die Mutter, die kauft nämlich immer bei Lidl ein. Und die hatten da mal diese Äpfel. Und die waren einfach mega lecker. Und seitdem kaufe ich die nur noch da. Dann einmal Weintrauben habe ich geholt. Dann hat mich hier dieser Tomatenmix angesprochen. Dieser sieht aber klasse und lecker aus. Nehme ich mal mit. Ich habe nämlich noch Büffelmozzarella im Kühlschrank. Und dann habe ich Hefe geholt. Ich sag's euch, bei Hefe habe ich immer das Problem, dass ich das nie im Kühlfach finde. Nie. Ich muss immer fragen, weil ich nie diese versteckte Hefe finde. Aber hier habe ich Hefe, weil ich nämlich dann von Sally diese Backmischung hier geholt habe, diese Brotbackmischung. Und da braucht man nämlich frische Hefe für. Deswegen wollte ich mit den Kindern mal abends ein leckeres Brot backen, eventuell am Wochenende. Dann einmal Tuck Original. Oliven habe ich noch geholt. Ich mag die total gerne. Aber die sind auch hier von der Sansibar Edition, von dieser Deluxe Edition. Dann einmal, ich sag's mal, Ravioli, auch von Deluxe. Gefüllt mit Champignon, Steinpilzen und Sommertrüffel. Ich glaube, das einfach mal abends kurz in die Bratpfanne ein bisschen anbraten. Ein bisschen Parmesan drüber und gutes Olivenöl. Ist bestimmt richtig, richtig lecker. Dann hier einmal Sansibar Schokolade, 70%ige Edelbitterschokolade, Goji Waldbeere. Bin ja nicht so der Schokotyp, so Zartbittertyp, aber ich habe gesagt, ja, komm, machst du mal einen auf Erwachsen und kaufst mal Erwachsenen-Schokolade. Dann Serrano für die Kinder, die lieben Serrano über alles. Dann ein paar Mandarinen, Clementinen, da vertue ich mich ja jedes Jahr, ist ja immer dasselbe, das wisst ihr ja schon. Dann einmal zwei Dosen Kidneybohnen, dann einmal Mais. Ich wollte nämlich Chili sin Carne machen. Das gab es letztens bei meiner Freundin, die ist Vegetarierin. Und es war so lecker, dieses Rezept von Thermomix. Muss ich auf jeden Fall nachkochen. Und hat mich auch angesprochen, ich bin so ein richtiges Opfer, ne? Einmal Pyramidensalz. Ich fand die Verpackung einfach so super nice. Wie schön ist das bitte? Sieht richtig edel aus. Auf jeden Fall Salz, Pyramidensalz und einmal Steakpfeffer. Das ist mal was für den Dominik. Habe ich einfach mal mitgenommen, um auszuprobieren, ob das was kann. Und da, eigentlich bin ich tatsächlich nur deswegen dahin gefahren. Und zwar wegen diesen Sauerkirsch veredelt mit Zartbitterschokolade. Die sollen so lecker sein. Da habe ich einmal jeweils eine Packung. Es gibt noch mit Himbeere, aber ich habe erstmal nur Erdbeere und Sauerkirsche mitgebracht, um zu gucken, ob die wirklich sowas können. Und wenn die wirklich lecker sind, dann hole ich mir auf jeden Fall auch einen Vorrat. Und ansonsten war es das. Also wirklich nur so ein bisschen schnicki-schnacki, nichts Besonderes. Ich werde jetzt alles in den Kühlschrank packen, was in den Kühlschrank gehört. Dann mache ich mir Frühstück und dann werde ich endlich das Kinderzimmer auf. Und wenn wir schon mal bei Gewürzen sind, mache ich jetzt mein 8. Törchen auf. Von meinem Just Spice Kalender. Stullen Spice. Ach, das ist für Butterbrot, ne? So ein Butterbrotgewürz. Ganz schön lecker, so Frischkäse oder Avocado. Und dann hier Stullenspice. Ich zeig euch mal, was alles drin war. Einmal hier heute Stullenspice-Gewürz. Dann Ingwer-Shot-Gewürz. Das muss ich noch ausprobieren. Das ballert bestimmt ordentlich. Bratkartoffelgewürz habe ich auch schon gehabt. Mega, mega lecker. Richtig gut. Dann Gemüse-Allrounder habe ich auch schon. Also, ich habe schon eigentlich vieles davon. Italienisches Hähnchengewürz. Das kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Pizzagewürz kenne ich auch noch nicht. Tomatensalz, mega lecker, das ist so, so lecker. Kannte ich auch nicht. Und Zimtsterngewürz. Das ist wahrscheinlich eher was fürs zum Backen. Aber das Coole ist ja, dass man das hier so scannen kann. Und dann hat man zu den jeweiligen Gewürzen
Rezepte. Und ich habe ja auch noch das Kochbuch. Da werden wahrscheinlich auch noch viele Sachen davon gebraucht, also viele Gewürze davon. So, bin schon fleißig. Habe hier schon so gut es geht gesaugt oben. Die Treppe ist komplett sauber. Jetzt habe ich noch meinen Keller und habe meine Paketrolle abgeholt. Ich werde nämlich ein paar Sachen von den Kindern, die kaputt sind, zurückschicken, einpacken. Das zeige ich euch gleich. Gibt es nämlich eine richtig tolle Möglichkeit von Mattel, kaputtes Spielzeug wieder Leben einzuhauchen und das fachgerecht zu recyceln. Ich habe sogar übrigens Fenster geputzt. Die Sonne schien hier so krass rein, dass mich das richtig genervt. Da habe ich gesagt, okay, jetzt putzt auch noch spontan eben hier das Fenster. Hier die Ecke darf ich leider nicht richtig aufräumen. Das muss hier so stehen bleiben, weil die Kinder im Moment so gerne mit den Matchbox-Sets hier spielen. Die Tankstelle und die Feuerwehrstation, die kennt ihr ja schon, die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Jetzt haben wir auch noch eine Erweiterung bekommen, Flughafen, und das muss auch immer hier so bleiben. Also weh, ich gehe da dran, dann kriege ich Ärger. Aber das Gröbste habe ich auf jeden Fall schon mal aufgeräumt. Und jetzt werde ich hier dieses Set einpacken. Das ist nämlich kaputt. Die spielen nicht damit, weil es halt kaputt ist. Das können wir auch nicht mehr weiter verschenken oder spenden. Ich bin richtig außer Puste, ich sag's euch, dieses kein Sport machen, meine Kondition ist am Ende. Also Haushalt ist echt schon ganz schön anstrengend geworden. Auf jeden Fall wisst ihr ja, unsere Kinder kriegen immer ganz viel Spielzeug zugeschickt, um die Sachen zu testen und so weiter. Und natürlich können die auch nicht immer alles behalten. Ganz oft ist es so, dass wir die Sachen dann an den Kindergarten spenden, dass die das dann halt für die Gruppen benutzen können, weil die Sachen sind ja dann auch so gut wie neu. Oder wir geben es an die Tante vom Dominik, die ist Sozialarbeiterin. Und da gibt es natürlich auch viele Familien, die halt nicht so die Möglichkeiten haben, für die Kinder andauernd neue Sachen zu kaufen. Und dann geben wir ihr auch schon mal Sachen, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, dass sie das dann auch da verteilen kann. Aber wenn die Sachen natürlich kaputt sind, die Spielsachen, dann verschenken wir die nicht oder spenden die natürlich nicht. Und da finde ich das ganz cool, da hat nämlich Mattel eine richtig coole Lösung. Und zwar könnt ihr kostenfrei kaputtes Spielzeug nach Mattel schicken. Ich verlinke euch unten alles in der Infobox. Ihr müsst es einfach in einem Paket, in einem Karton einpacken. Das heißt übrigens Playback von Mattel. Spielen, zurückgeben, recyceln. Und zwar werden die kaputten Sachen einfach fachgerecht recycelt und da wird einfach neues Spielzeug draus gemacht. Also es wird dem alten Spielzeug neues Leben eingehaucht und dann muss das nicht verbrannt werden. Weil gerade das Thema Nachhaltigkeit und so weiter, da sollten wir uns ja alle drum bemüht sein, dass wir da alle ein bisschen mehr tun. Und gerade bei Spielzeug, ne, wenn die Sachen halt aus Plastik sind, ist natürlich wichtig, dass man die auch fachgerecht entsorgt. Und hier, wie gesagt, wird es nicht verbrannt, sondern es wird einfach vernünftig recycelt und aus dem Material, was dann rauskommt, wird dann neues Spielzeug gemacht. Was werde ich jetzt machen, weil wie gesagt, hier die Bahn, die ist leider kaputt. Deswegen werden wir es jetzt zurückschicken und einfach bei DHL abgeben und dann schicken die das an Mattel. So, meine Hübschen, wir haben jetzt gegessen. Die Lamia ist nämlich auch wieder da. Die Lamia kann übrigens jetzt mit Kaugummi Blasen machen. Mhm. So lange hat sie trainiert und jetzt klappt es endlich. Ja, wir haben auf jeden Fall gegessen. Jetzt werden Hausaufgaben gemacht. Nachtisch hatte Lamia auch schon. Die durfte nämlich heute in der Schule den Adventskalender aufmachen, ne? Das hatte ich schon, ja. Genau, ein Pixie-Büchlein. Und ein Schokolutscher war ja, dabei. Ja, das Buch heißt Der kleine Bär sucht das Weihnachtsfest. Du kannst so gut lesen. So, dann kommt, machen wir Hausaufgaben. Gleich kommt der Carlos und dann ist hier der Rambazamba hier angesagt. Und wie ihr sehen könnt, haben wir übrigens auch schon unseren Tannenbaum hier an. Der leuchtet schon schön. Ich muss irgendwas noch machen, weil die Kinder haben den geschmückt. Ich wollte jetzt eben die Tage nochmal irgendwo hinfahren und ein paar neue Kugeln holen. Ich sortiere nämlich jedes Jahr immer aus und es wird irgendwie gefühlt immer weniger. Was jetzt auch nicht so schlimm ist, wenn es weniger wird. Aber meine guten Sachen, da flippert sich ja immer extrem auf gute Kugeln. Und eigentlich ist mein Plan, jedes Jahr so 2-3
schönere Kugeln zu holen und nicht so viel auf einmal, dass es halt immer so ein bisschen wächst. Ja, bitte. Hast du deine Hausaufgaben jetzt? Mein Wärmpack ist weg. Wie weg? Ich finde das nicht mehr. Ich hab's nicht. Deine Jacke vielleicht? Eigentlich gehört es doch in die Jacke. Nein, es ist aber wieder nach der Busfahrt kalt geworden. Ja, trotzdem. Guck doch mal erstmal in deine Jacke. Es ist bestimmt nicht weg. Bestimmt nicht. Wärmpack. Ich kriege die Teile übrigens grundsätzlich nie wieder aktiviert. Das kann das Wasser heiß, kalt, lauwarm sein. Also, man muss das 10 Minuten in, 10 Minuten in heißes Wasser stellen und 5 Minuten abkühlen lassen. Okay. Hat die Mila mir gesagt. Ja gut, dann versuchen wir das nochmal. Was ist denn, wenn wir mal hier jetzt mal langsam ein bisschen was hier rausholen? Das ist nämlich ganz schön dick. Dein Dings hier. Das also Haus ist alt und... Ah, okay, cool. Ich muss das jetzt gleich an der Linie entlang aufschneiden und dann hier auf das Blatt kleben und dann hier ein Balkendiagramm zeichnen, weil wir sind dann morgen Balkendiagramm-Profis. Balkendiagramm, jetzt geht aber los, wa? Ist das nicht das und das? Wo so eine Linie ist und so eine Linie. Und dann muss man da so ein Ding machen. Mhm. Also, hier Lebkuchen haben 7 Kinder gestimmt. Spekulatius 4 Kinder. Marzipan 1 Kind. Schokolade 3 Kinder und Plätzchen. 12. Ich weiß, was ein Diagramm ist. Was ein Diagramm? Ja, also, man macht hier so ein. Genau. Und dann so ein. Genau. Und dann schreibt man da hier die Sachen auf, die Zahlen und hier unten, was es ist, ne? Ja. Und dann macht übrigens, ich brauche ein neues Lineal. Kaputt? Nein, man ist irgendwie in der Schule verloren gegangen und das habe ich jetzt von Emilia geschenkt gekriegt. Die und Emilia, das die ist einmal lieb. Ja, und das passt jetzt aber nicht mehr hier rein. Ich besorge dir ein neues. Bye. Ja, hier wird jetzt schön gespielt. Der Carlos ist auch da und hat sich sofort hingesetzt, um hier mit seiner Matchbox-Station hier zu spielen. Das ist cool, ne? Die zwei hatten wir euch ja letztens schon vorgestellt und das Coole daran ist nämlich, hatte ich ja gesagt, dass man das immer so erweitern kann und wir können jetzt im Endeffekt die Tankstelle und die Feuerwehrstation hier an den Flughafen dran stecken. Und dann ist da nämlich noch viel mehr los hier am Flughafen. Richtig cool. Ich will das machen. Ja, mach. Geht übrigens ganz See. Und zwar hier sieht man das schon. Ah, die Damia, die hat das schon drauf. Und dann einfach dran stecken, wo man es dran haben möchte. Genau. So, tada! Jetzt haben wir hier einmal eine Tankstelle. Hier die Tankstelle. Da haben wir die Feuerwehrstation. Und hier ist der Flughafen. Der ist so richtig cool. Man kann nämlich hier so hochfahren. Und dann hier wieder runterfahren. Und wir haben hier Parkplätze. Hier kann man auch nochmal das Etikett kaufen. Hier kann man halt die Schiene hoch und runter machen. Und was richtig cool ist, die Damir hat hier schon das Flugzeug. Und wenn man nämlich hier über die Landebahn fährt, mach mal, zoom, da wird's rot. Habt ihr das gesehen? Richtig cool. So, zack, zack. Und hier ist natürlich auch noch, hier sind die Gäste vom Flughafen. Die gucken, wie die Flugzeuge hier abheben. Und dann hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, hier auch noch Geräusche zu machen. Und zwar, wenn man nämlich hier so drüber fährt mit dem Auto. Ordentlich was los. Die Kinder haben mir immer viel Spaß. Die Autos, wie gesagt, liegen hier schon die ganze Zeit. Wird richtig schön gespielt. Sind das die neuen Autos? Das ist, glaube ich, aber für das Flugzeug, ne, Carlos? Das sind hier die neuen Autos, ja. Oh oh, Alarm! So, Carlos hat jetzt noch mehr Autos geholt und zwar das Feuerwehrauto. Es brennt nämlich am Flughafen. Es muss jetzt gelöscht werden. schaut übrigens auch ganz gerne bei uns auf Instagram vorbei. Da darf ich nämlich ein Matchbox-Set an euch verlosen. Also guckt da auf jeden Fall vorbei. Lohnt sich. Und wir werden jetzt hier weiterspielen. Das Wetter ist eh nicht so dolle. Deswegen bleiben wir heute schön zu Hause und spielen gemütlich im Kinderzimmer.
Ich wollte eigentlich zu Ikea fahren und eine Couch holen für die Kinder, für die Ecke hier. Aber die Autobahnen sind voll. Deswegen machen wir das heute nicht. Spielen wir mal hier lieber, ne? Was kann man denn hier Schönes machen? Cool, mein Gott, was das hier alles kann. Da ist auch noch eine Dings. Na, guck hier. Ja. Durchfahren, nicht durchfahren, durchfahren, nicht durchfahren. Nicht durchfahren. Guck mal, hier kommt das Flugzeug hin. Guck, das fliegt. Und dann kann man einsteigen. Urlaub, Carlos. Nach Afrika. Nach Afrika? Oh, das ist schön warm da. Ab nach Afrika. So, meine Lieben, wir haben jetzt, wie spät haben wir? 19.40 Uhr. Die Kinder haben wir gerade ins Bett gelegt. Ich bin auch kurz, weil er mir ein bisschen eingenickt hat, der Dominik, die gute Nachtgeschichte. Ich kann aber auch vorlesen. Du bist ein super Vorleser. Wie Gandalf. Vielleicht sollte ich Podcast machen, ne? Das willst du auch noch machen? Nee, lass mir ein bisschen Zeit noch nehmen. Ich habe jetzt hier gerade auch noch ein bisschen durchgesaugt, werde hier noch ein bisschen aufräumen. Ja, die Kinder haben hier ihren Durstlöcher stehen lassen. Und dann werde ich mich auch vorbereiten. Ich habe nämlich gleich noch einen Call. Und ich wollte die Dings hier probieren. Die Sauerkirschen. Wer hat die denn schon aufgemacht? Hast du die schon probiert? Mm-mm, sagte er. Also wir haben schon probiert Erdbeeren mit weißer Schokolade. Ich muss aber sagen, dass ich die jetzt nicht so knirke finde, weil das getrocknete Erdbeeren sind, die da drin sind. Also das ist nicht so, wie man sich das so vorstellt. Erdbeeren mit weißer Schokolade umzogen, wie auf Kirmes oder auf dem Weihnachtsmarkt. Sondern es ist echt so eine furztrockene Erdbeere drin. War jetzt nicht so lecker. Also ist okay, aber ist jetzt nicht so zum Dahinschmelzen. Jetzt probiere ich mal das hier, ob das frische sind oder ob die auch getrocknet sind. Hast du schon probiert, ne? Ist aber beides nicht für mich. Ne? War hart. Ist auch getrocknet. Obwohl, ist lecker. Ja, doch. Doch, die ist gut. So sieht das denn aus. Es hat getrocknet, ne? Mit dieser Zartbitterschokolade kommt das gut. Ich probiere noch einmal die. Das Tasting. Boah. Immer eine wirklich saure Kirsche. Das ist von der Sansibar. Mhm. Angeblich. Oder? Das ist alles Deluxe von Sansibar. Ich weiß das gar nicht. Und die weißen, da sind Erdbeeren drin. Also wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich die Sauerkirsche nehmen. Obwohl ich lieber Erdbeeren mag und auch lieber weiße Schokolade. Aber dann doch lieber die hier. Naja, wenigstens haben wir es mal probiert. Für die kleine Nascherei zwischendurch. Und jetzt trinke ich noch ein Wasser und sagte Jordan, die soll mal unten die Musik leiser machen. Und dann hört sich an, als wenn da unten ein Club wäre. Die hat so laut Musik an. Ach, ich habe ganz vergessen zu erzählen. Mein neues Handy ist da. So cool. Ich habe 2 Monate jetzt darauf gewartet. iPhone 13 Pro. Richtig genial. Da freue ich mich schon drauf, Bilder zu machen, Storys zu machen. Und der Bildschirm, das ist so sensibel. Das ist so schnell alles. Zack, 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 zack. Das ist Wahnsinn, wie schnell man damit arbeiten kann. Richtig cool. Die Andrea hat sich gemeldet. Will ich das jetzt mal abhören? Ich bedanke mich auf jeden Fall auch fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!